sofort die besten 3 Tipps, die dich zu einem besten Motorradfahrer. Ideal für uns, genau deswegen sind wir hier. Das ist natürlich nicht so sexy, wenn ich sage, okay. Nee. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen Dank fürs Einschalten, das weiß ich sehr zu schätzen. An diesem wunderschönen Donnerstag, kann man es sehen, wahrscheinlich nicht richtig, denn das Wetter ist wirklich gut. Vielleicht fängt es ja jetzt schon an mit Frühling. Und passend zu diesem Thema habe ich auf jeden Fall ein Video rausgesucht von 1000 PS von Nils, also dem 1000 PS-Chef selbst, der uns dahingehend unterrichten wird. 3 Tipps, die uns zu besseren Motorradfahrern machen sollen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern starten direkt ins Video hinein. Ein Video, wo wir diesmal, eine Reaction, wo wir diesmal keinen halben Tag Urlaub für nehmen müssen, denn das Ursprungsvideo hat nur 7 Minuten 23. Also, ja, schönes, schnelles, knackiges Video. Los geht's. Ihr kennt sicher unsere Serie Motorradfahren lernen. 20 Folgen, hunderttausende Aufrufe haben sie mit am Start. Aber wer sich die 20 Folgen nicht anschauen will, sondern nur eine kurze Folge und sofort die besten 3 Tipps, die dich zu einem besten Motorradfahrer. Ideal für uns, genau deswegen sind wir hier. Und das Originalvideo verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wer inhalieren möchte, der zieht sich dieses Video rein. Machen wir. 3 Tipps, die dich sofort zu einem besseren, schnelleren und sicheren Motorradfahrer machen. Hier in diesem Video für dich. Tipp Nummer 1. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Tipps wird er uns jetzt geben? Was sind die wichtigsten Tipps, die einem wirklich quasi auf die Schnelle weiterhelfen? Ich bin gespannt. Die richtige Blicktechnik. Nichts hat... Jetzt haben wir es schon fast verpasst. Blicktechnik, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Erste, was man eigentlich gesagt bekommt, wenn man einen Kurven-, einen Schräglagentraining macht oder vielleicht auch eins der wenigen Bücher sich mal durchliest, die es zumindest in meinen Augen Sinn macht, über das Motorradfahren wirklich zu lesen. Denn das ist natürlich viel Praxis, viel Lernen. Aber bei dem Buch, die obere Hälfte des Motorrads, so wird das sehr schön dargestellt. Da wird dann auch die Blickführung etc., das Ganze aufgebrochen. Vielleicht auch so ein bisschen, wie lernt man das überhaupt? Weil Blickführung, guck in die Kurve hinein, beziehungsweise eigentlich schon, wenn du in die Kurve hineinfährst, musst du eigentlich schon wieder rausgucken. Das ist einfacher gesagt als getan, zumindest für mich. Und deswegen, ja, hat mir das doch ein bisschen geholfen. Und sonst ist natürlich Praxis. Und wenn wir irgendwann so viele 1000 Kilometer gefahren sind wie Nils, dann können wir das vielleicht auch ähnlich gut. Hat so großen und direkten Einfluss auf ein sicheres Fahrgefühl durch die Kurve, voll, wie die richtige Blicktechnik. Oberflächlich betrachtet kriegt man immer den Tipp, schau dorthin, wo du hinfahren möchtest. Mhm. Ich glaube, man muss einen Schritt weiter gehen. Weil wenn man sagt, schau dorthin, wo du hinfahren möchtest, passiert das oft, dass Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer den Scheitelpunkt anvisieren, vor allem in Spitzkehren, und dann aber das Problem haben, dass sie in diesem Scheitelpunkt mit dem Blick hängen bleiben. Ganz wichtiger Punkt. Das ist noch fataler, als wenn du dir gar nicht über die Blickführung Gedanken machst, ist eigentlich, wenn du so irgendwo hängen bleibst. Ich denke, viele von euch werden es kennen, ich kenne es auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Und dann wirklich nicht aus der Kehre rauskommen. Das ist oft das Problem. Sie versuchen, diesen Tipp umzusetzen. Mhm. Schau dort, wo du hinfahren möchtest. Aber ich glaube, der Tipp ist nicht ganz richtig rübergebracht. Der Tipp müsste philosophisch ein bisschen weiter gedacht werden. Ich möchte ja aus der Kurve rauskommen. Das heißt, ich empfehle lieber gerne nicht einen festen Punkt anzuvisieren und auch nicht sprunghaft diese Blickführung anzupassen. Also zuerst einen Scheitel und dann den Kurve. Gleiten muss die Blickführung so. Kurz mal zu unserem Fachgebiet. Was hat er hier auf? Ich hatte einen Shoei Neotech 2 auf. Ich weiß nicht, Neotech 1, Neotech 2. GoPro-Klebepad dran. Eine Held-Textiljacke, Held-Handschuhe. Also quasi all held everything. Kurvenausgang. So, ich versuche, den Leuten gerne einzutrichtern. Versucht, immer so weit wie möglich. Und ein Kado-Freisprechgerät hat er dran. Sehr, sehr geile Strecke. Wisst ihr, welche Strecke das ist? Auf jeden Fall kennt man dieses Hotel und so, das kennt man schon aus anderen Videos etc. Mal ganz abgesehen davon, mega geiles Szenario, oder? Wie krass sieht das aus? Ja, sehr, sehr schön. Wirklich in die Zukunft zu blicken und bei einer Spitzkehre zum Beispiel wirklich den Kopf... Achtet mal auf die beiden Autos hier. Wir müssen uns einander abschleppen. Das macht mit Sicherheit hier einen Berg hoch mit den ganzen Serpentinen und so, wenn du da einen abschleppen musst, auch nicht so einfach. Off-topic. Umzudrehen und schon dorthin zu sehen,
was quasi die Zukunft für dich bringt, dann siehst du Gefahren früher, aber tust du auch leichter mit einer runden, weichen Linie, weil du eben nicht den Blickführung abgehackt stufenweise aufbaust, sondern weil du harmonisch quasi die Linie in die Unendlichkeit suchst. An der Stelle auch so ein Beispiel aus dem Rennsport. Ich finde, so wurde es uns da in diesem Training gezeigt, ich weiß jetzt nicht, in welchem der Termin, es war ein mehrteiliger Termin oder Termine, und man hat da auch gelernt, über was man alles mit dem Motorrad rüberfahren kann, auch in Schräglage, ohne dass überhaupt irgendwas passiert, und das fällt einem viel, viel einfacher, so war es jedenfalls bei allen Teilnehmern da, viel einfacher, wenn man wirklich weit vorausschaut, eben auch den Blick so, ich sag mal, schweifen lässt, also kontinuierlich weiterguckt, beim Einfahren in die Kurve schon rausguckt, worüber man alles rüber malochen kann, ohne dass da irgendwas passiert, und über Bretter, Latten, wir sind da über alles mögliche gefahren, Seile, und da passiert wirklich nichts. Aber wenn du da drauf guckst quasi und dann am besten noch Panik kriegst, dann ist das viel, viel schwerer und kann viel eher was passieren. Soll ich sicher immer wundern, wie das möglich ist. Die fahren ganz knapp hintereinander, diese Rennfahrer, und finden dann die Lücke und überholen dann Vordermann. Das liegt genau daran, dass der Rennfahrer. Die haben auf jeden Fall gut Temperatur auf Reifen bekommen. Überlegt mal, wie weit die sich hier reinlegen und wie gut sportlich doch schon unterwegs sind. Und das, es kann ja nicht besonders warm sein, denn wir sehen ja den Schnee überliegen. Eben nicht dem Vordermann genau aufs Hinterrad klotzt oder genau in den Scheitel klotzt. Nein, der Rennfahrer versucht wirklich weit nach vorne zu blicken und er schaut quasi durch den Vordermann durch und sieht so Lücken, die sich auftun, und kann so auch die Chance nutzen für die Überholmanöver. Und ich denke, da müsst ihr euch selbst auch an der Nase fassen. Dieses Klotzen auf den Hinterreifen des Vordermannes macht es vielen von uns ja unmöglich, da vorbeizugehen. Da findet man ja gar keinen Weg vorbei. Und das ist auch so ein guter Indikator, dass es besser ist, hier weiter in die Zukunft zu blicken. Tipp Nummer 2. Hol weit aus, lenk spät ein. Immer wieder mein Tipp für gute Fahrtechnik in den Kurven ist, habt keine Angst davor, vor der Kurve. Und das machen dann viele, wenn sie da irgendwelche bedrohlichen Leitplanken sehen, dass sie zu früh da von der Leitplanke ausweichen, zu früh einlenken und dann am Kurvenausgang zu wenig Raum haben, zu wenig Platz haben. Gerade auch, um nochmal quasi auf den letzten Punkt einzugehen, oder wenn man quasi mit dem Blick bei der Leitplanke hängen bleibt, dann ist es auch super fatal. Aber klar, natürlich auch, man muss schon auch dann an der Kurven, an der Straßenmitte bei Rechtskurven, ja, und quasi am äußeren Rand dann bei Linkskurven anfahren. Gerade hier in den Alpen, also bei vielen engen Kehren, am Kurveneingang den Raum ausnutzen, auf meinen Fahrstreifen so weit wie möglich und so spät wie möglich einlenken, dann aber mit Schmackes durchaus sportlich umlegen, und dann hat man die Chance, wirklich früh das Fahrzeug wieder aufzurichten und am Kurvenausgang jede Menge Sicherheitsreserven. Und je nachdem, wie man drauf ist, kann man diesen Raum, diese Möglichkeit am Kurvenausgang nutzen, um früh ans Gas zu gehen. Das heißt, sportliche Piloten können dann endlich einmal die 100 Newtonmeter ans Hinterrad schicken, die können sonst eh nie nutzen. Und jene, die einfach sicher unterwegs sein wollen, haben einfach alle Optionen. Ja. Weil eins muss man schon sagen. Jo. Jetzt hat man es gerade auch gesehen. Ich gehe nochmal zurück. Dadurch, dass er eben diese Möglichkeit hat, was er jetzt gerade genau beschrieben hat, haben einfach alle Optionen. Weil eins muss man schon sagen. Zack, hat er jetzt die Chance gehabt, dass er das Motorrad aufgrund seines Puffers vor dieser Wasserfläche aufstellen konnte und dadurch quasi fast gerade darüber fährt. Was natürlich sehr cool ist, weil es einfach auch sicherer ist. Und so kann es eben auch andere Szenarien geben. Wir haben nicht überall Wasserflächen auf der Straße, aber so kann es auch irgendwie ein Hindernis oder so sein. Und da habe ich eben mehr Chancen. Wenn man am Kurvenausgang nicht mehr Raum hat, sondern am Kurvenausgang am Limit ist, und am Kurvenausgang quasi knapp an der Mittellinie rauskommt und dort gibt es irgendeine Gefahr, entgegenkommen, ein Motorradfahrer oder... Wie schön sieht das bitte aus? Was ist das für eine geile Aufnahme? LKW, was auch immer, da muss man, um auszuweichen, die Schräglage erhöhen und muss reinziehen. Das ist natürlich nicht so sexy, wenn ich sage, okay, versuche am Kurvenausgang wirklich Meter zu verschenken, Kurvenradius zu verschenken, und ich komme eigentlich weiter innen raus, als es notwendig wäre. Aber dann habe ich die Möglichkeit, in einer Gefahrensituation, zum Beispiel ein Radfahrer fährt auf meiner rechten Seite, da muss ich nicht die Schräglage erhöhen, sondern ich kann gefahrlos aufrichten und kann dann immer noch ausweichen. Und das ist was,
Also mir wichtig ist unterzubringen, weil viele Leute sagen, durch dieses späte Einlenken und dann eigentlich im rechten Fahrbahndrittel rauskommen, da verschenkt man ja Radius, da muss ich ja zu viel schräger fahren, mag sein, aber ich habe dann die Option, in einer Gefahrensituation Schräglage zu reduzieren und muss nicht Schräglage erhöhen. Daher mein Tipp, spät einlenken und möglichst weit auf deiner Fahrbahnseite rauskommen, dann hast du genug Reserven für allerlei. So wie er es gerade gezeigt hat, super, super krass, also besser geht's nicht. Fahrmanöver, die halt dort notwendig sind. Tipp Nummer 3, sitz locker drauf. Ich glaube, das ist... Tatsächlich eins meiner Lernthemen bei dem Fahrersicherheitskurventraining, was auch immer. Das ist gar nicht so einfach und auch man, oder ich habe festgestellt, was für ein krasser Unterschied das ist, auch je nachdem, wie konstant man die Gashand bei den Kurvenfahrten hat und was das auch für einen Unterschied macht und generell so. Also locker sitzen hier, diesen hier, die Hähnchenflügel hieß es, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Das war ein Thema, ja. Ein Tipp, wo den viele Leute, für viele Leute logisch ist, ja, ich möchte ja nicht verkrampft fahren, aber sie wissen nicht, wie sie es schaffen, eine enge Bergabspitzkehre unverkrampft zu fahren. Wie kann ich dem Körper sagen, dass er nicht verkrampft sein soll? Die haben dann bleierne Unterarme, obwohl sie es wissen, ich möchte eigentlich locker hier oben sitzen. Eine zweite, Nolan-Helm, um das mal kurz einzuschieben, was hat der an? Was ist das für eine Jacke? Zum Erfolg sind durchgängige Ellbogengelenke. Das heißt, wenn man auf dem Fahrzeug oben sitzt und man hat die Hände so durchgestreckt beim Runterfahren, voller Panik, ja, dann wird das keine ruhige, fluffige Fahrerei, dann wird das eben dieses Verkrampfte. Der Schlüssel zum Erfolg, um hier locker zu sein, am Oberkörper locker zu sein, ist die Ellbogen locker zu lassen. Und ihr müsst immer in der Lage sein, auch in vertragten Kurven, die Ellbogen, so wie bei einem Vogeltanz, so leicht bewegen zu können. Wenn die Ellbogen hier sich locker bewegen können in den Kurven, dann ist der ganze Oberkörper locker. Und ich sage immer, am Unterkörper braucht man guten Sitz, die Füße sind fest in den Rasten, man sitzt mit den Knien fest im Sattel, ja, man hat eine dynamische Sitzhaltung und lungert nicht so wie ein Zementsack in den Motorrad, aber obenrum hat man nachher die Möglichkeit, locker zu sein. Deswegen, und das sage ich mal, sind für mich auch Storm Grips oder hier diese Gummipads an der Tankseite total wichtig, weil die einfach einem noch mehr Halt bringen und das ist beim Motorradfahren wie beim Reiten, falls wir hier Reiter haben, dass man da wirklich einfach mit dem Unterkörper einen guten Halt am Pferd oder eben am Motorrad hat. Ja, ich hatte meine Freundin, lange Geschichte, aber beim Motorradfahren ist auch wichtig. Und das kann man am besten überprüfen und sicherstellen, indem man die Ellbogen ja schön fluffig durch die Kurven flattert und dann wird sehen, wie leicht Kurven plötzlich gelingen. Postet es gerne unten drunter, wie es euch geht mit diesen drei Tipps. Probiert es aus. Coole Tipps, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Originalvideo ist unten und wir fassen zusammen, wir haben die Blickführung, die super wichtig ist, also durch die Kurve gleiten lassen, schon beim Kurveneingang quasi nach außen gucken, nicht irgendwo hängen bleiben an der Leitplanke etc. Dann spät einlenken, die richtige Kurventechnik. Und Punkt Nummer 3 ist eben das locker draufsitzen. Ganz, ganz wichtige Tipps, die hat er da super cool zusammengefasst, was das elementar ist. Ist natürlich einfacher gesagt als getan, verstehe ich auch. Und ja, aber sehr coole Tipps. Und ich denke, das war ein sehr schönes Video, auf das wir da reagiert haben. Und wenn ihr noch eine Reaction sehen wollt, schaut es euch gerne an. Genauso könnt ihr hier unseren Kanal kostenlos abonnieren. Ich würde mich darüber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Start in die Saison. Kommt dann, wenn es soweit ist, gut und vor allen Dingen heile rein und passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.